Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr es ja auch im Titel lesen könnt, habe ich euch ein Testvideo sozusagen, also in dem ich die Pamela Reif App teste, also eher die Rezepte, denn ich habe die App schon seit einer Weile und ich dachte mir, ich teste mal ein paar Rezepte von ihr, denn das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht und ich würde es euch hier in einem Video mal, ja, wie sagt man es, aufnehmen und es euch halt zeigen. Klar, es ist schwierig gerade ja für mich, da ich ja nur sozusagen eine Kamera habe und das nicht so alles grob ja alles zeigen kann. Aber ich mache so, dass ich euch davon ja Screenshots hier so seitlich ja hineinblende. Ja, ich habe so drei Rezepte rausgesucht gehabt, so aber Snacks-Art. Also ich werde nicht alles so zeigen können, weil ich heute Abend natürlich was anderes essen will. Deswegen wird es nur so Snacks-weise sein, was ich mir da so rausgesucht habe. Und das erste, was ich euch jetzt machen werde, sind so Erdbeer-Snacks. Nicht Erdbeer, sondern Heidelbeer sind ja eher da drin. Und zwar so kleine Haferbites. Das werde ich euch hier mal einblenden, welches Rezept ich damit meine. Und ja, ich habe ja auch schon alles rausgesucht, was ich dafür brauche. Und ja, und was ich euch ja natürlich dann alles zur App sagen kann, das sage ich euch dann natürlich zum Ende. Aber ich dachte mir, ich lege mal jetzt dann schnell los mit dem Rezept. Also ich mache es alles so per Schritt, was da alles ja erklärt wird. Und danach zeige ich euch das Ergebnis dann natürlich. Denn wie gesagt, es ist halt schwierig für mich, das alles so aufzunehmen. Aber ja, weil ich ja nur eine Kamera habe, eben nur mein Handy. Und ja, dann mache ich das irgendwie mal schnell und versuche das alles so gut hinzubekommen und zeige euch dann das Ergebnis dann am Ende. So, hier seht ihr jetzt, was ich so gerade gemacht habe. Ich habe erstmal natürlich die Haferflocken ja als Mehl verarbeitet, also die Hälfte. Und die andere Hälfte habe ich hier noch mit etwas angebraten, mit der Banane, mit etwas Kokosöl und den Kaelenzimt. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, aber ja, es ergibt auch jetzt gerade einen sehr schönen Duft. Habe es alles so gerne umgerührt und ja, werde ich dann hier gleich wieder in die Schüssel einfügen, sodass ich es dann mit dem restlichen Zeug dann mit einkneten kann. So sieht es dann jetzt erstmal aus. Also ich habe ja alles ja vermengt, dann auch jetzt die Heidelbeeren dazu getan, dann gehen die jetzt für etwa 15 bis 30 Minuten so in etwa dann in den Ofen. Ist es auch schon längst vorgeheizt. Also bin echt gespannt, wie die schmecken, denn die tue ich jetzt auch mal dann jetzt schnell in den Ofen und warte dann jetzt so ja, 20 bis 25 Minuten so in den Dreh rum. So, dann gehe ich jetzt zum nächsten Rezept. Also die Haferbites sind auch schon so gut wie fertig. Das lasse ich jetzt einfach mal kurz im Backofen auskühlen. Und ja, einmal habe ich jetzt wieder die Haferflocken in Hafermehl sozusagen gemacht. Dafür brauche ich dann auch noch diese Schokojunks Hafermilch oder auch wie sie eigentlich da. Sie hat da eigentlich eine andere Alternative reingetan, aber ich habe da jetzt nur Haferdrink. Also werde ich das benutzen, noch etwas Honig und so alles. Also das nächste Rezept sind so Cookie Dough Balls. Das blende ich euch hier dann auch ein. Ja, das werde ich hier euch ja dann auch jetzt dann mal vorbereiten. So, meine Lieben, so sehen jetzt also die Cookie Dough Balls aus. Richtig süß irgendwie. Also war auch super einfach zu machen. Bin echt begeistert. Also ich werde die jetzt erstmal aber natürlich für eine Weile ja in den Kühlschrank stellen, vielleicht so bis heute Abend, denn ich habe mich doch entschieden, doch ein bisschen was so Herzhaftes zu machen. Das seht ihr dann heute Abend. Und die anderen werde ich dann auch schon gleich dann probieren. Ja, also es war, wie gesagt, relativ einfach zu machen. Also stelle ich das jetzt erstmal ein bisschen in den Kühlschrank, dass es so ein bisschen fester bleibt von der Konsistenz her. So, die habe ich jetzt vom Ofen rausgetan. Klar, die hat ja gesagt gehabt, wenn ich zu viel irgendwie rumdrücke, bevor es ja auch so in den Ofen geht, kann es so ein bisschen bröselig werden. Ist aber jetzt auch nicht weiterhin schlimm. Aber ich probiere das jetzt einfach mal mit euch so zusammen, dass ihr schon mal
Die Balls stelle ich dann gleich in die in den Kühlschrank rein und ja, bin mal gespannt, wie das hier so schmeckt. Bestimmt sehr lecker. Na dann nehme ich mir mal natürlich ein Stück, wo ein bisschen Heidelbeeren mit dabei sind. Also ein Stückchen. Ja, ein bisschen bröselig. Aber so ein Stückchen hier sieht nicht schlecht aus. So in etwa sollte ja auch alles aussehen, aber ist ja auch nicht weiterhin schlimm. Ich kann mir das auch irgendwie gut vorstellen, so ein bisschen mit in Müsli rein. Wäre bestimmt auch lecker. Aber ich teste es jetzt mal so. Hoppala. Gar nicht mal so schlecht, also. Für meinen ersten Versuch ist echt gar nicht mal so schlecht, also. Schmeckt echt gut. Vor allem mit dem Heidelbeeren, ist dann so ein bisschen noch saftig, was ich irgendwie auch ganz gut fand. Also finde er gesagt. Also, die fand ich irgendwie schon mal sehr lecker. Also, ich glaube, das ist so ein Rezept, was man immer machen kann, wenn es irgendwie irgendwas Kleines, Schnelles zum Snacken haben wollen. Also, das hier bekommt auf jeden Fall von mir einen Daumen nach oben schon mal. Ja, dann gibt es dann später noch ein bisschen mehr, was ich dann euch zeigen kann. Also, dann werde ich mich dann später wieder zum sozusagen wie Abendessen und auch einen kleinen Night Snack. So, der letzte Abendessen mit dem Döner, was ich dann ja bald holen gehe. Gibt es da noch Pommes dazu? Also ich habe hier halt nur normale Pommes mit reingetan, denn Süßkartoffel, so wie es ja auch in dem Rezept ist, habe ich leider nicht. Also habe ich nur normale Kartoffeln. Tut mir leid, musste gerade kurz niesen. ja, wie gesagt, habe ich nur normale Kartoffeln, etwas gewürzt mit Pfeffer, Chili, also so Chili-Gewürz und noch Salz. Und natürlich für ein bisschen Fett habe ich natürlich das normale Kokosöl hier genommen. Ja, das werde ich dann noch in den Ofen tun und werde dann gleich in der Zeit dann mal meinen Döner holen. So, meine Lieben, also ich habe jetzt die Pommes jetzt rausgeholt. Ich glaube, die waren schon genug lange drin. Mal sehen, ob sie dann auch wirklich so knusprig sind, aber ich glaube nicht so ganz. Vielleicht habe ich doch zu viel Öl benutzt. Also ich werde die mal dann probieren. Die Lichtverhältnisse, wenn ich die Kamera drehe, ist halt immer anders. Aber ich probiere jetzt mal eine Kartoffel, also Pommes natürlich. Ja, also kann man so auf jeden Fall schon eigentlich ja ganz gut essen. Sind zwar nicht ganz knusprig, vielleicht habe ich echt zu viel Öl benutzt. Mal schauen, aber an sich sind sie echt gut, auch von der Gewürze her. Ja, Würze. So werde ich die mir, glaube ich, auch öfters machen, denn ist auch nicht zu viel von allem. Also ist echt super. Also kann mich echt nicht beschweren und danach probiere ich dann die Balls, also die Cookie Dough Balls. Mal sehen, wie die dann schmecken. Und danach erzähle ich euch da noch ein bisschen mehr zur App. Und ja, also genieße ich jetzt erstmal mein Essen. So, denn also ich habe dann das Abendessen weggegessen. Die Pommes waren allerdings recht gut, so von der Würze her und so alles. Klar, zwar nicht ganz knusprig, aber ich versuche es das nächste Mal besser, das zu machen. Ja, und jetzt geht es an sich an die Cookie Dough Balls. Ich habe mir zwei Stückchen mal rausgenommen. Mit ein bisschen was von dem Schokostückchen natürlich. Werde ich da mal probieren. Echt wie Keksteig. Wow. Also das kann ich, glaube ich, öfters machen. So als kleiner Snack. Für so mal zwischendurch. Und von den Kalorien her geht es ja auch. Also nicht schlecht. Vor allem mit dem bisschen von den Schokostückchen. Das ist echt gut. So, ist es noch ein bisschen wie crunchy. Also echt lecker.
Das Rezept dazu ist natürlich hier eingeblendet, natürlich. Also es war recht einfach zu machen, eigentlich relativ alles, was ich hier gemacht habe. Aber in nächster Zeit mache ich das mal so, dass ich dann natürlich mal einen Tag lang wie die Pamela Reif esse, so von der Pan-App her. Falls ihr das gerne sehen wollt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, dann mache ich es gerne. Ansonsten kann ich dann zur Pam-App sagen, dass ich sie echt cool finde. So zum ersten Mal, dass ich es so ja eine App gesehen habe. Denn dadurch, dass ihre Rezepte drin sind, klar, wenn man mehr von den Rezepten sehen will, muss man ja das Abo ja haben. Aber für den Preis geht es ja vollkommen klar. Also für diese, wenn man es jährlich machen will, diese 24 Euro oder auch monatlich die 2,50 € so in etwa, geht es auf jeden Fall klar. Also ja, und das ist auch immer monatlich kündbar. Also wenn ihr es dann nicht mehr haben wollt, könnt ihr es immer kündigen, wann immer ihr wollt. Und was ich auch noch cool finde dabei ist natürlich diese Einkaufsliste. Wenn man irgendwie zu einem gewissen Rezept da was nicht hat und man einkaufen gehen muss, kann man es gleich zur Einkaufsliste hinzufügen, was ich irgendwie auch ganz cool finde. Und auch ihre ganzen Homeworkouts aus ihrem YouTube-Kanal sind ja auch dort drin. Und das Coole ist ja auch, dadurch, dass ja alles ja dort gespeichert ist, kann ich dann gleich zu YouTube drüber gehen. Also so, dass alles gleich auftaucht. Und so muss ich es dann nicht immer auch extra auf YouTube suchen. Also das finde ich echt cool. Und ich übertrage es immer gleich hier aus Fernseher, was hier gleich ja sozusagen vor mir ist. Mache ich dann immer sehr gerne. Also ich finde diese App eigentlich recht cool, also kann ich nur einen Daumen nach oben geben und weiterempfehlen. Also, und ich finde Pamela halt von Person her echt cool und auch ich verfolge sie auch auf Instagram. Sie kommt mir da immer so sehr sympathisch rüber und so alles, voll nett. Ja, also ihre App kann ich irgendwie sehr weiterempfehlen von den Rezepten her, echt cool, vegan auch meistens, wenn man veganes essen will, also kann man da echt gut variieren. Und wenn man da was nicht hat zu Hause oder was, kann man es bestimmt umswitchen. Ja, also wie gesagt, ich finde ihre App echt top, kann ich nur weiterempfehlen und werde ich auch definitiv noch weiterhin benutzen. Ja, ich werde hier gleich dann noch den letzten Ball essen. Also dann. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch ein Teil meiner Community seid. Denn falls ihr es noch nicht seid, denn ich habe gesehen, über 60% sind noch keine Abonnenten von mir. Also klickt runter auf das rote Abonnieren-Button und nicht zu vergessen, die Glocke daneben zu aktivieren. Denn so habt ihr dann immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Also darüber würde ich mich echt sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten würde ich dir da mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye.